Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit euren Montagskarten. Ein bisschen spät, aber dennoch. Ich habe aus dem Engelbotschaften-Deck für jeden Tag von der Doreen Virtue zwei Karten gezogen und die Lieben wollen uns zum einen gleich mal darauf hinweisen, dass wir wieder ein bisschen Erdung brauchen. Sie sagen, auf sicherem Boden stehen, ist die Überschrift. Und sie sagen, wenn dir das Bewusstsein um den Zustand deines Körpers und der physischen Welt abhanden kommt, verlierst du den Boden unter den Füßen. Wenn es auch angenehm ist, in himmlischen Gefilden zu schweben, so wird deine Aufmerksamkeit und Arbeit dennoch auf der Erde benötigt. Wir helfen dir, das Spirituelle und Materielle ins Gleichgewicht zu bringen, damit du ein erfülltes irdisches Leben genießen kannst. Also es ist momentan wohl angezeigt, darauf zu achten, sich wirklich mal wieder zu erden. Denn es ist zwar wunderschön, wie gesagt, wenn man sich da permanent mit den Lieben da oben beschäftigt, verführt allerdings auch energetisch ein bisschen dazu, dass man sich da in der Träumerei da oben verliert und nicht mehr das Bewusstsein und beziehungsweise nicht mehr diese Aufmerksamkeit für die ganzen irdischen Angelegenheiten richtig beisammen hat und seine Sinne nicht richtig beisammen hat und man fühlt sich ein bisschen wirr, vergesslich und schusselig und das ist nicht so gut. Weil sie sagen, natürlich, wir leben ja schließlich hier und sind nicht dazu gemacht, ununterbrochen bloß an die andere Dimension über die andere Dimension nachzudenken und darüber zu vergessen, dass wir hier ja schließlich unser Leben leben wollen. Jetzt haben wir einiges durchgemacht, um überhaupt hier zu erscheinen, und dann sind wir wieder gar nicht da. Also insofern sollte das jetzt ein Aufruf dahingehend sein, dass sie sagen, ihr Lieben, ihr lebt hier auf diesem Planeten, auf diesem wunderschönen Planeten, und dann lebt auch wirklich und guckt drauf, was ihr wirklich wollt, wo ihr hin wollt. Da kommt auch gleich die nächste Karte ins Spiel, sei ehrlich mit dir selbst. Also sie sagen, diese Erdung ist wirklich ganz wichtig, um auch den Auftrag auszuführen, den wir hier uns vorgenommen haben. Und es ist nicht sehr ratsam, wie gesagt, da einfach völlig abgehoben von allem da irgendwie sein Dasein zu fristen. Und es sind einfach Erden, ja, wie soll ich sagen, Erdendinge zu verrichten, die einfach auch Aufmerksamkeit brauchen. Wir haben den Alltag und wir haben, also auch wenn wir das Wort gerne negativ besetzen, sollten wir natürlich nicht tun. Unser Alltag sollte einfach auch, wie gesagt, ja, Spaß machen und wir sollen uns gerne darin aufhalten. Wir sollen gerne uns auch wirklich da wohlfühlen und nicht immer nur sagen, ach, wie schön wäre es doch und wie schön ist es da in der anderen Dimension und wie auch immer. Also es sollte wirklich so sein, dass wir uns hier gemütlich einrichten und wirklich auch komplett präsent sind. Genauso, wie gesagt, es ist genauso wichtig, hier unten zu sein, auf dem Planeten, wie auch verbunden zu sein mit den Lieben da oben. Also es ist beides sehr, sehr wichtig. Das soll ich euch ausrichten. Und das ist sehr zu unserem Vorteil. Dann sehen wir nämlich auch noch wesentlich besser, was wir hier verzapfen. Und sie sagen eben, sei ehrlich mit dir selbst. Schau in dein Herz und du wirst die Wahrheit dieser Situation erkennen. Du kannst dir ohne Sorgen um deine Sicherheit die Wahrheit eingestehen, denn wir werden dir helfen und dich durch alle erforderlichen Veränderungen führen. Verlass dich auf uns bezüglich des Mutes und der Kraft, die du brauchst, um gut auf dich zu achten. Fokussiere dich ausschließlich auf deine wahren Wünsche und sie werden auf Engelsschwingen zu dir eilen. Also, wie gesagt, sehr wichtig, dass wir uns hier auch verbinden, dass wir hier fest mit den Füßen auf der Erde stehen. Sie zeigen mir jetzt lustigerweise Karotten, Wurzelgemüse, alles, was saisonal so ansteht für uns. Das erdet auch. Sie sagen, im Prinzip ist es so, im Sommer geht man dann einfach mal wirklich barfuß über eine Wiese oder man geht einfach in den Wald. Ihr sollt euch Wurzeln vorstellen. Ihr sollt einfach alles tun, um euch wirklich wieder richtig zu erden. Ihr sollt was mit Pflanzen unternehmen. Ihr sollt wirklich euch auch wieder in die Natur begeben und ganz bewusst in der Natur begeben, denn dann das erdet eben auch. Und ich denke, die meisten unter euch oder von euch wissen wahrscheinlich sehr genau, wie das mit dem Erden funktioniert. Also macht's bitte auch. Ganz wichtig. Und sie sagen, dann seht ihr auch wirklich ganz klar, was ihr denn wirklich wollt.
Viele Außeneinflüsse wirken auf uns ein und viele Vernunftsentscheidungen, viele Menschen, die stehen an und viele Menschen wollen uns irgendwo in Richtungen bringen, aus Vernunftsgründen oder aus welchen Gründen auch immer. Schaut bitte ganz genau hin. Ihr sollt bitte eure Entscheidungen treffen. Das ist so wichtig, denn dann geht es genau in die Richtung, wo ihr auch wirklich hin wollt. Wenn ihr euch jetzt erdet, wenn ihr euch wirklich mit dem Planeten mehr verbindet, wenn ihr den Planeten auch mehr wieder in eure Gedanken reinnehmt und auch da einfach wieder mehr Licht hersendet oder runtersendet und einfach mehr Liebe sendet, wie auch immer, ihr wisst alle, wie das funktioniert, sicherlich, dann ist es so, dass ihr ja einfach eure Aufgabe hier erfüllen wollt und euren Weg ja auch gehen wollt. Und den könnt ihr besonders gut gehen, wenn ihr wirklich genau auf euch selbst hört und nicht auf irgendjemanden. Die meinen es alle gut, sicherlich, und keiner meint es böse, aber es ist wichtig, dass ihr ganz höchstpersönlich selbst rausfindet, was Sache ist, was ihr wirklich wollt, und dann öffnen sich auch Türen. Wenn ihr euch da selbst ein bisschen aus Angst vor Veränderung oder aus Unsicherheit oder aus dem Glauben raus, ihr schafft das alles nicht, was da jetzt vielleicht an Möglichkeiten für euch da wäre oder was ihr an Wünschen habt oder was ihr an Vorstellungen und Zielen habt, wenn ihr das einfach wieder ein bisschen mehr so in eine Angstenergie reingeht und sagt, ach, wie soll ich das jemals schaffen oder jemals hinbekommen, dann seid euch einfach sicher, der Weg ist der richtige. Wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt, lasst euch bitte helfen. Und da kommt auch wieder der Erzengel Michael rein, der sagt, er ist da und hilft. Und wenn ihr Entscheidungen getroffen habt, werdet ihr sehr zeitnah sehen, wie sich Türen öffnen. Also lasst euch bitte führen und lasst euch bitte begleiten. Aber wichtig ist, da kommt jetzt noch mal ganz, ganz groß für euch das Wort ehrlich. Seid ehrlich mit euch selbst und lügt euch da nicht in die Tasche. Aus Bequemlichkeits- oder Sicherheitsgründen oder Vernunftsgründen oder aus welchen Gründen auch immer. So, ihr Lieben, ich wünsche euch damit jetzt ganz, ganz viel Freude und Spaß. Viel Spaß mit der Natur, die ich euch nochmal sehr ans Herz lege heute und mit unserem lieben, schönen, tollen Planeten, der eure Aufmerksamkeit ja braucht, was heißt braucht, sich wünscht. Und die Aufmerksamkeit wird euch sehr, sehr gut tun. Und ich werde heute wieder mal das Gleiche tun, natürlich. Und dann freue ich mich auf euch und auf morgen. Tschüss.